Taking a sip of this non-alcoholic beverage. Smoking the non... Ach so, wir machen wirklich mit Unterlagen. Na, ich weiß ja nicht. Ich kenne mich auch nicht aus. Das heißt, da rennt jetzt ein Intro. Sollen wir das sagen? Mit einem Countdown? Und so. Die Leute sollen sich vorstellen. Wir machen einfach kein Intro. Und die Leute sollen sich vorstellen, dass da ein Intro ist. Und stuff is happening. And you can hear this. Ah. Also, du warst noch nie in einem Podcast. Na. Wir waren gemeinsam einmal im Radio. Radio, ja. Zählt das. Und wir jetzt noch ein bisschen Pre-Talk machen. Und dann. Ja, vermutlich. Ja. Für den Countdown. Countdown wird länger als der Podcast. Yep. Eine Stunde so. Is it still working? Taking it to the limit. Stimmt, wir waren gemeinsam im Radio. Ja. Radio Orange. Richtig. In der Chili Box. Das ist alles sehr food-oriented irgendwie. Orangen und Chilis. Der Herr Leudl. Hashtag Leudl. Das. Trashtag. Trashtag? Die Nachrichten nicht verfolgt. Also. Hat sich ein Schweizer bereits aufgeregt, weil er kann nicht mitmachen, weil in der Schweiz nicht so viel Mist herumliegt. Das ist nicht mitbekommen. Nicht mitbekommen. So. Let's do this! BFG Division. Oder? Das ist sicher dann geil, wenn du das so übereinander legst. Alright. Then it's over. Nein, ich weiß nicht, wie wir da hineinsegwayt, weil ich habe doch nie einen Podcast gemacht, wie wir jetzt gesagt. Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht muss man willkommen sagen. Also, willkommen, aber, Österreich? Nein. Ich habe immer noch die Idee oder die Meinung, dass Podcasts eigentlich was sind, was man sich anhört. Ja, das, eigentlich das, hast du gedacht. Dass Videos immer dazu kommen, das ist halt YouTuber meistens zahlen. Added Value. Ist es Added Value? Ich muss ehrlich sagen, so Podcast-Videos rennen bei mir im Hintergrund, auf einem Tab, den ich nicht anschaue. Ja, ich schaue es mir dann hin und wieder an. Ja, wenn sie gerade was Interessantes gesagt haben und ich zurückspulen muss. Okay, nein, es passiert einfach. Peter, wer bist du eigentlich? Wer bin ich? Das weiß man sein ganzes Leben lang nicht. Gut, ja, also Peter Gordebekel, das ist mein Name. Sozialversicherungsnummer? Weiß ich nicht, auswendig. Ich könnte nachschauen, aber... nein, ich meine, ich denke, ich würde mich selber insofern bezeichnen als Fotograf und... Director of Photography. Okay. Ich denke, dass das irgendwie am besten hinkommt, wenn man mich so kennzeichnen möchte. Okay, aber in your real life, im echten Leben, bist du. Du bist nicht beruflich. Nein. Ich mache das alles zum Spaß. Zum Spaß und der Freude. Richtig. Und eigentlich arbeitest du was? Das ist super interessant. Eigentlich bin ich Projektmanager und leite Forschungsprojekte, die Research machen im medizinischen Bereich und dann Schwerpunkt medizinische Bildgebung. Also, und du warst doch in einem Podcast und ich habe ihn sogar letztens gesehen. Wirklich? Eigentlich ist es einer, oder? Ich habe keine Ahnung, naja, von wem du redest. Im Rahmen von deinem Job habt ihr eine Messe gehabt. Und du hattest einen Podiumsvortrag und ja. Ist das nicht eine Art, weil es wurde gefilmt, eine Person redet und ich meine, das war Präsentation auch, aber im weitergeführten Sinne ist es eigentlich ein Podcast, weil man dann live schauen können. Bitte Snake. Ja, ja. The Cobra. Also eigentlich warst du in einem Podcast. Ich zähle es als Podcast. Okay. Ja. Okay. Weil dann, es ist ein statisches Bild einer Person im Internet und sie redet über ein Thema. Automatisch. Hey, immerhin, ich kann sagen, 30.000 Leute haben zugeschaut. Damn! Kriegen wir mit dem nie.
Nein. Und man wird meinen, mit den 30.000 Zuschauern kriegst du schon irgendwie, keine Ahnung, YouTube-Money, aber... Voll, Cash-Money. Nichts. Nichts kriegt. Ja. Mein Gehalt, aber... Ja, okay. Das ist keine YouTube-Money. Nein. Das ist was anderes. EU-Money. Richtig. Bitte gerne. Okay. Gut, ja. Also, in short, du bist Scientist. Ausgebildeter. von meinem Beruf her jetzt nicht mehr. Mhm. Okay. Ja, ich bin auch kein Rockstar. Ne? Auch wenn ich das gern so darstelle, weit davon entfernt. Bin auch ein Bürojockey. Genau. Ich habe nichts mit Musik zu tun, eigentlich, in meinem Berufsleben. Und mache auch Fotos, sehr lange und schon sehr viel und sehr gerne für next to no money oder meistens gar keins. Das geht auch mir nur, also. Auch nur Spaß und eine Freude. Wie lange fotografierst du? Ich weiß es nicht. Du weißt ich es glaube nicht. 10 Jahre. 10, okay. Ich glaube, bin mir aber nicht sicher. Gut, ich bin da ein bisschen länger. Ich hab schon mit 15, 16 angefangen. Naja. Also sind es ziemlich noch einmal 15 Jahre. Geil. Angefangen auf einer schönen Point and Shoot. Okay. Nichts mit Objektiven. Na, warst du da schon, also wirklich, wirklich, und dann fühlst du dich hin? Ja, also es war nicht so seriös. Ja, es waren keine Schnappschüsse, es war richtig, ich gehe jetzt irgendwo hin und ich schaue mir ein Motiv an und das fotografiere. Framed. Okay. Richtig. Ich meine, es hat, ich weiß noch, es war eine Canon PowerShot A580. hat noch normale Batterien, normale Doppel-A-Batterien. Okay. Dass sowas gegeben hat. Cool. Ja, ich glaube 8 Megapixel oder so irgendwas. Also, wir wissen beide, Megapixel sind nicht irgendwie so aussagend für die Qualität einer Kamera. Aber ja, eine kleine Point-and-Shoot und da bin ich halt wirklich am Rad gesetzt und bin irgendwo durch die Gegend gefahren und habe fotografiert. Mhm. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine Bands, die performen, kannte und auch mit der Kamera hätte ich es nicht weit geschafft. Ja. Lowlight-Performance war. Okay. Okay, verstehe. Nicht existent. Ja. Und hast du in deiner Heimat eigentlich schon angefangen, Bands zu fotografieren? Oder ja. Hast du, also schon, okay. Ja. Ja. Also ich hab einige Festivals fotografiert. Bekannteste Band, die du vor der Linse gehabt hast, zu der Zeit, bevor du ausgewandert bist. Puh. Oder eine von den bekanntesten. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, kennen ur viele Leute, aber in seinem Blues-Ding kennt man ihn, Eugene Hideaway Sims. Ja, nein. Nächsten Blues haben. Genau. Okay. Und zu dem Zeitpunkt waren auch in so Drum and Bass Proto-Dubstep, was auch immer. Mhm. Simon und Kipski waren da zwei Holländer, die, okay, die doch europaweit einen Namen hatten in der Club-Szene. Und in Sachen Metal oder Rock-Music? oder auch eher Local Underground? Bin ich auch eher im lokalen, ja, Bereich unterwegs. Ich würde sagen, das Größte, was ich, oder die größte Person, die ich fotografiert habe, ist der Devin Townsend. Damn. Ja. Damn. Aber das war im Zuge vom Euroblast Festival. Das ist schon, das ist okay, oder? Devin Townsend kann was. Ja. Ist extrem expressiv. Ja, es ist das Devin. For neue Scheibe schon gehört? Nein. Empath. Nice. Do it. Du bist ja selber auch eher lokal unterwegs, aber wenn ich mich richtig erinnere, hast du ein paar Bands, wie sie noch ganz, ganz klein waren, schon vor der Linse, ja, die dann später viel, viel, viel größer geworden sind. Ja, also schon Underground-Bands, nicht nur Local. Ein paar größere Acts habe ich auch fotografieren dürfen, drüber gestolpert. Megadeth zum Beispiel. vielleicht ein bisschen moderner, neue Architects.
Heaven Shall Burn mehrere Male. Sowas. Aber das ist cool und alles, weil die Produktion halt immer dick und viele Effekte und routinierte Leute. Also auf der Bühne, deren Ja, Bühne ja, voll, ja. Voll, ja. Und das natürlich, was ich sage, die Success Rate an deinen Fotos ist recht hoch, weil es schnell einmal bildgewaltig ausschaut. Und das war eine Zeit lang auch sehr, sehr spannend und der Appeal war cool. Mhm. Aber das auf lange Sicht finde ich es überhaupt nicht mehr interessant. Schon gar nicht, okay. Wenn du. Es ist nicht, unter Anführungszeichen, ohne das jetzt zu mindern, und durch meine Aussage werde ich es mindern, wenn du im Fotograben stehst mit 20 anderen. Ah, ja, ja, ja. So Revolverhelden und jeder schießt gut und alles schaut natürlich tipptopp und meist sehr glossy. Und sehr, sehr journalistisch aus und so. Aber ich weiß nicht, jeder hat urviel Routine gehabt in dem. Die Acts auf der Bühne, ja, ja, weil es natürlich Riesen-Acts sind, die machen das drei Monate, Tag. Zwei Monate Touren, was natürlich cool ist und Schwerstarbeit. Aber Ja, und auf der anderen Seite waren halt die Fotoleute, die ständig in großen Locations fotografiert haben. Zwischen, ich weiß nicht, sagen wir, Gaso, Stadthalle, irgendwelche Open Airs, Festivals, Nova Frequency, große Arena Open Air, sowas. Ja. Und die ist natürlich nailen und das kannst du in jedes Bladl reingeben und das schaut natürlich top aus. Ja. Aber es hat trotzdem so, es hat sich mehr wie ein Produkt halt angefühlt, immer okay. Sowas zu machen. Und das ist, ja, das hat mir gefehlt. Und deswegen wollte ich wieder irgendwie zurück und mehr in kleinere Locations machen oder mit Bands, die nicht so routiniert sind, wo alles noch roher ist und wo viel mehr Chaos vorherrscht und so. Und nach diesem echten Such, dann nach Emotionen. Und nicht Routine. Das verstehe ich. Ich würde auch in der Hinsicht sagen, es würde mich vermutlich nicht so reizen, um eine ganz, ganz große Halle wie die Stadthalle zu fotografieren. Es würde mich eher reizen, zum Beispiel die Arena. Das ist so das größte, große Arena-Halle. Mhm. Größer wird, glaube ich, schon. Ne. Ja. Wie gesagt, es ist schon cool, wenn man sowas hin und wieder macht und wenn man einfach mit seinem Mindset und seiner Vision weiß, okay, gut, da kommt jetzt eine fette Produktion und eine routinierte Band und jeder Shot wird vermutlich cool sein von deren Seite. Mhm. Die einzige Möglichkeit, wie der Shot nicht cool ist, liegt jetzt wirklich an mir. Ja? Ja. Oder du musst einen ganz besonders blöden Moment, aber routinierte Bands, die sehen einfach immer, immer beeindruckend aus. Ja, ja, und deswegen hat es mich in den Underground verschlagen. Ja, natürlich primär der Lokale, aber ich fahre auch mal gern woanders hin. Also für früher eher, jetzt immer so. Nein, das stimmt schon. Ich finde es auch sehr spannend, auch weil man viel schneller eine Beziehung hat zu den Bands oder andere Leute, die involviert sind. Das gibt mir schon noch einiges zurück. Im Gegensatz zu, wenn ich jetzt ein Foto vom Devin Townsend habe und es im Internet stelle, das keine Ahnung, ob der Devin Townsend weiß, dass das sieht oder checkt oder ob es ihn überhaupt irgendwie tangiert. Und bei kleineren lokalen Acts merkst du, wie man sich darüber freut, dass man da irgendwie gegenseitig sich Sachen ermöglicht. Ja, das müsste man nicht nur bei lokalen Bands sein, sondern wenn du auch kleinere, also blöd, nicht so bekannte Touring-Bands nimmst, die hauptsächlich in Clubs spielen, in kleinen. Ja.
und du schickst ihnen die Fotos, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das am nächsten Tag oder die nächsten Tage auf irgendeiner Social Media Plattform von ihnen steht. Social Media. Richtig. Ja. Nein, Instagram. MySpace. Oh. MySpace. Nein, also eine Band, die sich vor kurzem verabschiedet hat von der Bühne, wortwörtlich, wo das bei mir so war Carcer City. Oh. Die habe ich auch, Snap. Auch mal irgendwo gesehen. Bach. Zufälligerweise am Europlast entdeckt, mehr oder weniger. Und dann nicht viel danach die Chance gehabt, sie im Bach zu fotografieren. Und da ist dann auch einfach ein Kontakt zustande gekommen, wo Fotos geteilt werden auf die unterschiedlichen Plattformen, mhm, wo man ab und zu wieder mal... auf einmal Name-Dropping. Ja, aber auch einfach den Kontakt hat, so hey, spielt ihr bald wieder da oder kennt ihr jemanden, der bald da spielt und einen Fotografen sucht? Also, das ist schon cool, wenn man nicht nur die tatsächlich lokalen Acts so unterstützen kann, sondern auch kleinere Bands von wo auch immer. Ja. Sind ja trotzdem Underground-Bands quasi. Absolut, ja. Absolut. Die haben noch eine ziemlich gute Übersicht über alles, über wie viele Leute sind da, über ihre Fans, wenn sie zweimal die gleiche Location spielen, irgendwo im Ausland, dann bleiben ein paar Gesichter hängen und sagen, okay, warte, du warst letztes Mal auch schon da. Ja. Und bist du nicht der Fotodude und so. Das funktioniert nicht. Schon auch. Die Leute vergisst man so schwer. Ja. Irgendwie, so blöd das jetzt klingt. Ja. Nein, nicht nur das, sondern ich habe auch mit Bands, wo ich einfach nur als Fan dort war, einen Band aufbauen können, einfach weil man die Band so gefeiert hat, jedes Konzert dort war und irgendwann du warst bei dem davor, warst auch schon da. Oder wo die Bandleute dann schon auf dich zukommen, hey, ich habe dich das letzte Mal auch schon gesehen. Das ist mir auch schon passiert. Und das ist als Fan natürlich etwas sehr, sehr Tolles. Voll. Weil egal, ob man jetzt selber Musiker ist oder wirklich nur Zuhörer, irgendwo sind es dann doch Helden oder Leute, die man irgendwie tatsächlich auf ein Podest hinstellt. Und es ist dann cool, wenn es irgendwie was Menschliches gibt, dass sie dich wiedererkennen. Mhm. Irgendwie weird, oder? Absolut. Du möchtest schon hochheben und glorifizieren, aber auf der anderen Seite möchtest du trotzdem, dass man gleich steht, irgendwie. Mhm. Das heißt, holst du sie wieder runter oder möchte man eigentlich gerne, dass man... Auf einer Ebene. Auch rauf. Achso, ja. Jemand, den du glorifizierst, den hebst du. Ja. Das ist weird, oder? Sehr philosophisch. Ist es. Spickzettel. Nein, ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Ich auch kenne mich nicht aus. Ja. Was sind unsere Beweggründe? Teilweise schon beantwortet. Primär ja. Selbstbelustigung. Ja, also ganz viel Selbstbelustigung. Nein, also ich, vielleicht um etwas mehr auszuholen, ich spiele selber keine Instrumente, bin aber schon sehr begangen mit Musik. Mhm. Also ich sag mal, ich kenne mich einigermaßen gut aus, auch jetzt ich kenne viele Musik oder viele Musiker, sondern ich weiß auch, was irgendwie involviert ist und was dazu kommt, Musik zu machen, aber irgendwie nie die Disziplin gehabt, mich hinzusetzen und etwas zu lernen. Mhm. Und so durch die Fotos, die ich mache oder Videos, die ich mache, bin ich dann etwas näher zu einer Szene, wo ich vielleicht gern sein möchte, aber irgendwie halt nie das gelernt habe. Mhm. Und so bin ich trotzdem irgendwie Teil davon und kann aber etwas anderes bieten, was doch einen Sinn, einen Platz hat. Ja, was auch schon eben durch Social Media immens
fundamental geworden ist, ja, sprich in der ganze Visual Content. Mhm. Ja. Ich meine, die Musik ist noch immer das Allerwichtigste, ja. Aber wenn nicht irgendein Musikvideo das Ganze trägt oder es etwas Visuelles zu dem gibt, ist es nicht so, ich weiß nicht, nicht so greifbar. Das ist sehr richtig. Irgendwo, ja. Keine Ahnung. Nein, und du sprichst eh schon einen Punkt an. Musikvideos, die ich mache, da muss ich ehrlich sagen, der Hauptbeweggrund dahinter ist, ich wollte einfach immer schon gern etwas filmen und Videos machen. Ich bin jetzt aber auch nicht so der gigantische Storyteller oder Scriptwriter. Mhm. Und da ist ein Musikvideo ein schöner erster Schritt, ja, zu einer Produktion von bewegenden Bildern. Voll, das ist richtig. Wo man lernt, wie es geht, ja. und damit arbeitet. Und so ermöglicht es nicht nur, also ermöglichen die Videos, die ich mache, nicht nur einer Band etwas, sondern auch gibt es mir was, indem ich einfach eine weitere Chance habe, mich darin irgendwie auszuleben und etwas zu probieren, etwas zu üben, mhm, um irgendwann, hoffe ich, dann mal etwas zu viel, einen Kurzfilm zu machen zum Beispiel. Ohne dass ich dort einfach reinrenne, wie in diesem Podcast, mich hinsetze und keinen Plan habe, was ich mache. So jetzt. Richtig. Pretty much him. Ja. Nice! Segway to. Nein, wie ist das bei dir? Warum bist du als Musiker teilweise auch vor der Bühne mit der Kamera? Ich habe keinen Grund bis jetzt gefunden, der sich über die Jahre gehalten hat. Okay. Also das ist immer mal geschiftet. Keine Ahnung, wie ich mehr Hardcore-Shows und so gemacht habe, wollte ich halt diese energetischen Shots halt haben für mich. Mhm. Dass ich sagen kann, okay, ich war da auf dieser Grenze, genau auf der Bühne und in der ersten Reihe und wo alles zusammenkommt und wo diese, ja, Unity siehst, das waren so die Shots, die waren sehr interessant. Mhm. Und dieses Gefühl wollte ich irgendwie, dann war's, dann habe ich eher von einem abstrakten und künstlerischen Aspekt her gesehen gehabt und habe die Fotos ein bisschen abstrahiert und weirder gemacht und nicht so, keine Ahnung, da ist ganz komisch geschnitten und alles. Mhm. Jetzt ist halt in den Vordergrund gerückt, so 50-50, einerseits Content zu kreieren für Bands, damit die ihre News releasen können, ja, und andererseits, wie ich im Moment Konzert wahrnehme. Mhm. Also nicht mehr so überenergetisch, mhm, also vor allem, weil ich auch selber weniger in Bewegung bin, sondern es ist viel, viel stoischer geworden. Sämtliche Farbe ist weg. Aber es wirkt für mich wirken Konzerte, egal ob sie in einem kleinen Club sind oder auf einer halbwegs anderen Bühne oder so, immer so monumental. Mhm. Und ich möchte irgendwie das Gefühl vermitteln, dass meine Fotos schon fast irgendwie so wie Skulpturen sind. Ja. Ne? Und so ein Stein gemeißelt. Immer. Ja. So, naja, wenn es einmal im Internet ist, dann. Dann ist es eh forever, ja. Danke, CIA. Na, diese, weil eine Skulptur steht irgendwie so für die Ewigkeit, das verbargt sie nicht ab, das wird nicht hin, ja, wie ein Foto, das vergibt oder sonst irgendwas, oder Gemälde. Das, ja, so, das dieses Harte dahinter. Monumentale und auch kleine Underground-Shows können monumental wirken, eben weil sie so roh sind. Absolut. Und wirklich so in the moment und überhaupt nicht routiniert. Ja. Um da vielleicht noch mal zu name-droppen, eine Band, die egal wie klein das Venue, meiner Meinung nach monumentale Shows aufzieht, ist die Band Tripsitter.
Ja. Voll. Das ist immer, immer eine ziemlich arge Stimmung. Ja. Jetzt bald auf Tour. Ja. Und, und auch bald wieder in Wien. Mit Aimer. Mehr. Im Fenster. Ich weiß nicht wann. Aber der Schmarzi wird es uns eh wieder zeigen. Ich möchte jetzt nicht auf mein Handy schauen. Irgendwie. Ich könnte. Bricht die App dann ab? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Riskier es lieber nicht. Nein. Nichts riskieren. Ja. Aber gut, in der Hinsicht haben wir eh einen schönen Übergang, um auf einen Punkt vorzugreifen. Da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir noch nicht hin? Nein, alles klar. Plan ist, der Plan. Dass wir uns zuerst mit anderen Content-Kreaturen. Okay. Welche Leute? Es gibt ja eine Armee von Leuten. Zum Glück. Die providen und die eh in unserer Umgebung sind, von denen man sprichwörtlich gefühlt alles haben kann. Mhm. Ja, wenn sie Zeit haben, wenn sie schon von anderen gebucht sind. Also wirklich, jetzt müssen wir Name droppen. Von Fotos über Videos, Artworks, so viele Studio-Leute in der Zwischenzeit, live Sound und, ja, und, ja. Und alles mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Ja. Also zum Beispiel jemand, mit dem ich auch schon einiges zusammen gemacht habe, den Alex Höller. Ich glaube, mit dem haben wir alle schon gemeinsam gearbeitet. Ja. Ja, also ich hab mit ihm einige Musikvideos gemacht, selber auch einige Musikvideos für seine eigene Band gemacht. Voll. Sehr, sehr kreativ, meiner Meinung nach. Deutlich kreativer wie ich. Weiß nicht, das ist noch ein Challenge. Aber ja, also hohe Qualität. Fotografieren tut er zwar auch sehr, sehr gut. Ladies in Nature. Ja, nicht so auf die Musikszene bezogen. Ja. Hin und wieder. Aber er ist nicht nur fokussiert auf. Nein, genau. On the music thing. Probiert immer wieder was Neues aus. Richtig. Überrascht uns alle. Weil, keine Ahnung, dann haut er mal wieder was raus, irgendwelche, nicht mal Uhren oder sowas. Also quasi so Produktfotografie, aber überhaupt nicht so. Ich nenne es McDonald's Product, sondern auch, er hat immer diesen natürlichen Touch. Ja, sehr, sehr ästhetisch, sehr, sehr. Ja. Und dann denke ich mir jedes Mal, woher kommt das auf einmal? Warum macht er das jetzt? Und warum ist auch das gut? oder pleasing? Das ist teilweise frustrierend, das gibst du. Nein, das ist nicht frustrierend. Nein. Überhaupt nicht. Nicht, ja, ein bisschen wie ein Podcast machen. So frustrierend. Mhm. Dann die Michelle. Michelle Abert, ja. Sagt mir Familie wirklich so? Ich weiß es nicht, ich traue mich nie. Ich hoffe, dass ich es richtig gesagt habe. Oh, ich will wieder abräumen. Schneid mal raus. Fix mal den Post. Ja, fix mal den Post. with the Google Voice. Nein, also ich finde ihre Fotos haben immer sehr, sehr viel Charakter, sehr, sehr viel. Wie sage ich das jetzt am besten? Sie haben sehr viel Kontrast und das macht es irgendwie sehr. Ja, Charakter ist, denke ich, das beste Wort, was mir dazu einfällt. Sehr griffig. Ja. Far. Dein Nachbar, der Dave Pizza an. Vielleicht, wenn wir laut genug sind, kommt. Kommt er runter, glaubst du? Der macht aber wirklich fast, also sehr viele huge. Ja, der Dave ist schon glaube ich, auf einer etwas größeren Schiene unterwegs. Aber er macht es nicht so journalistisch. Nein, er hat. So dokumentarisch, das irgendwie boring ist oder ist immer. Er hat, glaube ich, seinen künstlerischen Aspekt nicht vergessen. Richtig. Ja. Sehr, sehr coole Fotos. Es ist immer schön zu sehen, wenn jemand, den man ab und zu auch so persönlich sieht, eben die größeren Bands vor der Linse hat. Voll. Das. Wen haben wir noch für Artworks?
Upworks gibt es ganz wenig Leute gefühlt, oder? Ja. Ich habe nur den Siegfried Strauß. Ich habe selber noch nie ein Upwork gebraucht. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ja, coole Sachen. Ja, sehr, sehr interessant, weil ich weiß, dass ihr sehr, sehr viel anfängt mit eben 3D. Traditionellen 3D-Programmen. Ja. Und es dann zurückarbeitet auf ein 2D-Artwork. Sehr, sehr spannend. Er zeigt auch sehr viel einfach oder hat zumindest eine Zeit lang sehr viel Work in Progress und Preview-Sachen gezeigt. Also, ja. War immer sehr, sehr interessant zu sehen, wie er von einem 3D-Modell zurückarbeitet und nicht anfängt in Photoshop auf reines Compositing oder Airbrushing oder irgendwas zu machen. Stimmt. Sehr interessanter Approach. Auf jeden Fall dann für Studio-Landschaft in Österreich eigentlich immer stärker und stärker. Vor allem in Extreme Music. Ich meine ja, Leute wie den Norbert Leitner, den kennt man ja eh schon. Der hat seine Nische, glaube ich, gefunden. Der Daniel Fellner hat nie aufgehört, Metal-Bands zu machen. Das finde ich auch sehr cool. Natürlich. Ja, man muss auch sagen, er ist auch trotzdem noch sehr, sehr zugänglich für eben Anfänger. Ja, voll. Und auch eben in extreme Musikrichtungen. Das wie ist Anchorage. Richtig, die Burschen von Anchorage waren dort. Ja. Courage. Und aus Graz der Matthias Gamusch. Den ich allerdings, ich kenne ihn eher über seine damalige Band, Forever in Decay, und dass er eben mit Indies Temple gearbeitet hat auch. Und dass er einen sehr, sehr modernen und progressiven Sound hat und dass man super gut mit ihm arbeiten kann, weil er eine sehr relaxte Persönlichkeit ist. Okay. Dann speaking of sound, Paulus Reifenstein für Live Sound. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr relaxte Person. Ja. Aber ich als Zuhörer muss da sagen, dass er in den Locations, die auch in den kleineren Locations, wo die Anlagen vielleicht nicht immer das Allerbeste sind, sehr, sehr viel aus dem Raum herausholen kann. Mhm. Das ist schon immer bewundernswert. Wenn man dann einmal dort ist für ein anderes Konzert und eine andere Person den Live-Sound macht. Die den Raum nicht so kennt. Dann, ja. Voll. Und Lichttechniker kennt man überhaupt keine. Bis auf den Kevin Engelmeier. Richtig. Sehr, sehr spannend. Ich weiß, er hört sich die Musik sehr genau an und versucht im Vorhinein schon ein Gefühl für die Musik und den Song zu haben, damit seine Lichtshow Tempo auch dazu passt. Ja. Vom Tempo, von der Lichtfarbe her. Was man auch nicht oft mitbekommt, wenn man nicht einen eigenen Lichttechniker hat. Das ist sehr oft on point. Ja. Sehr hohe Hitrate. Und als Fotograf oder jemand, der im Fotobit Videos macht, muss ich auch sagen, sehr, sehr nett zu uns, ja. Weil er manchmal seine Lichtshow so gestaltet, dass man auch was sieht. Stimmt. Das ist sehr, ja. Ich meine, ich habe noch nie bei ihm gefilmt oder fotografiert, aber... Sein Stil ist doch eher sehr viel Backlight. Ja, weil ich so sage. Auch bei anderen Bands. Ja, ja. Viel Backlight und auch trotz vielem Backlight eher niedrigere Lichtverhältnisse. Also es ist nicht sehr hell, wo auch die besten Kameras irgendwann aussteigen, weil wenn kein Licht da ist, dann... also ist es immer sehr spannend zu sehen, dass er wirklich darauf schaut, dass auch wenn die Fotografen noch vorne sind, dass die auch einmal einen halben Song die Gelegenheit bekommen. Und das ist eben, um den Kreis irgendwie zu schließen, so sieht man, dass die Szene von den Musikern bis zu den Content Creatorn irgendwie doch also gegenseitig auf sich schaut. Einerseits ist das. Und die zwei, was ich sagen, Pfeiler sind natürlich wichtig, aber da
brauchst du trotzdem Plattformen dafür. Das ist nicht vorbereitet. weil ohne Bookern und Leute, die sich das ganze Organisatorische den Wahnsinn nicht antun, das alles nicht geben. Und da gibt es auch eine Armee von Leuten, eben die Viper Room Crew, die sehr darauf bemüht ist, einerseits 50-50 wirklich internationale Acts zu holen und die lokale Szene zu unterstützen. Aber nicht nur in der Extreme Music, sondern auch ganz andere Genres. Aber die kann ich jetzt nicht sagen, weil ich mich sonst nichts auskenne, außer in Krachmucke. Dann eigentlich mir erst seit kurzem bekannt, oder erst seit letztem Jahr, glaube ich, eben U4 und Addicted to Rock. Ja, man kann jetzt zu Clubbing sagen, was man will. Kann man mögen oder auch absolut gar nicht. Aber die Möglichkeit, dass du eher, wie soll ich sagen, eher so popularmusikalischen Metal bei einem Event spielst und alle paar Tage dann lokale Bands holst und mehr oder weniger Leute, die eher nicht zu Underground-Shows gehen, mit solchen Bands dann auseinandersetzt und sagst, okay, schau, wir haben qualitativ hochwertige Musik um die Ecke, ja, schaut sich das einmal an. Das ist sehr, sehr wertvoll. Sprich, U4 und Addicted Rock Crew, die machen, also das ist eine sehr coole Entscheidung, dass die das machen. Dann, ich weiß nicht, wie ich das nächstes nennen soll. Animals Mosh Harder. Ja. In Völklerbruck. In Völklerbruck, stimmt. Die auch regelmäßig Gigs veranstalten im OKH mit Bands natürlich von dort, aber auch aus den anderen Bundesländern ziehen. Mhm. Ja, was zum Beispiel in Wien fast eher nichts hat. Ich meine, ja, okay, dadurch, dass Wiener Ballungszentrum ist und dass du dort eine Handvoll Bands hast, aus denen du picken kannst, ohne dass die weit fahren müssen, ja. Aber die Animals, die sind dann schnell einmal so, okay, dann holen wir die aus Niederösterreich und die holen wir aus der Steiermark und die holen wir aus Kärnten. Was mir sehr gefällt, ist, sie veranstalten nicht nur Shows, sondern sie helfen Bands auch aus mit Infos zum erweiterten Bandsein. Voll. Ob es jetzt ist, wie man seine Musik am besten auf Spotify veröffentlicht. Voll heutzutage, ja. Um sehr relevant zu sein. Solche Sachen. Also das finde ich auch sehr cool, dass es nicht nur eine Plattform ist, die Bands eine Bühne bietet, sondern auch darauf schaut, hey, wir haben auch weitere Tipps für euch, wie ihr eure Musik weiterbringt. Nicht nur wortwörtlich an den Mann, weil wir euch eine Bühne geben, sondern auch über das Internet. Und ich find so Know-how am Tisch legen, könnte man aus meiner Sicht auch noch vorantreiben. Ja. Mhm. Natürlich kann man nur den halben Weg gehen und das halt anbieten und sagen, hey, ich glaube, ich kenne mich da aus. Wollt ihr, dass ich mal bei euch als Band vorbeikomme und wir schauen uns das gemeinsam an und ihr könnt es annehmen oder auch nicht. Ja. Aber horcht es euch mal an. Oder vielleicht findet man zu zweit einen komplett neuen Weg und das ist dann, ja. Das heißt, jedes Stückel Wissen sollte nicht nur benutzt werden, um seine eigene Band voranzutreiben, sondern dass du auch deine Umgebung damit kultivierst, ja, so gut wie es geht. Mhm. Das halt nicht nur, ja, wenn die Leute das wissen wollen, dann soll es mich fragen, sondern dass du die Offenheit auch hast und sagst, hey, ich weiß ein paar Sachen oder ich kenne ein paar Leute, ja, und ja, ist richtig. Und wenn es Sound machen ist oder so. Ja. I don't know. Vielleicht. Dann kann man sagen, Urstein, der Schmatzi, Fist Crew Bookings. Irgendwie. Absolut. Eine Legende. Eine Legende. Der Schmatzi kommt mir vor wie ein Musikfan, der irgendwann gesagt hat, fuck it. Das kann ich auch. Ich mach's selber. Nix ist gescheit.
nichts ist gescheit, keiner macht so, wie ich es mir vorstelle. Ja. Ich scheiße jetzt drauf. I'll do it myself. Ja. Ja, sehr, sehr fair. Na, mehr als karitativ schon fast. Das ist auch ja. Richtig. Sobald, ich habe das Gefühl, bei ihm sind nicht einmal, ich habe mal gesprochen über seine finanziellen Aspekte und wie er das sieht. Ich habe es vergessen, aber ich habe mehr das Gefühl bei ihm, er schaut einmal zuerst, dass die Location und das alles zahlt ist und dass die Band Kohle kriegt, und dann ja. Schaut er erst auf sich selber quasi. Nicht nur das, sondern wenn der Schmatzi Bands außerhalb Wiens holt, ich glaube 9 von 10 Mal bietet er ihnen den Schlafplatz bei sich daheim an. Ja, voll. Das ist schon was ganz Besonderes, muss man wertschätzen. Und das Networking ist bei ihm halt auch stark. Absolut. Also, ja, da geht zu dem, der macht das, da. Ja. Das Pendant ein bisschen in ähnlicher Art und Weise waren eben, oder sind Gallows Bookings, nicht der Jan und der Power. Ich weiß nicht, wer noch alle dabei ist, die Übersicht verloren. Aber die zwei waren fix. Hauptsächlich in Graz unterwegs, wenn ich mich nicht täusche. Ja, nur in Graz, glaube ich. Nur sogar. Nur, glaube ich, ja. Elite Fruit, auch irgendwann gesagt, fuck it, machen wir jetzt selber. Ja. Und holen nationale und internationale Underground Bands. Und geben denen eine Plattform und lassen sie auch bei sich im Haus schlafen und so. Ja. Sehr arg. Dann haben wir noch neu oder relativ neu, glaube ich, ist nicht die Liu mit ihr Black Anchor Booking, ja. Pirates. Sehr, sehr, sehr cool, dass sie so vielen Bands ermöglicht, in einer Location wie die Szene zu spielen. Voll. Weil ich denke, das ist schon eine adäquate schon Location. Eine sehr, sehr schöne Location. Ja, das ist halt kein Club mehr irgendwie. Das ist halt nein, es ist schon richtig, so, richtig. Ja. Es ist schon etwas, ein Schritt mehr, ein kleiner Schritt mehr. Und da ist es schon sehr, sehr cool, dass sie Veranstaltungen macht, hauptsächlich für lokale Bands in unterschiedlichen Subgenres der extremen Musik. Voll. Die thematisch zusammengeordnet werden, so wie es thematisch zusammenpasst. Ja. Und nicht diese Shows, wo dann eine Black Metal Band mit irgendwas, was total nicht zusammenpasst, spielt. Aber auch da habe ich das Gefühl, ich meine, ich kann mich irren, dass sie das so macht, wie sie das will. So wie sie meint, die Bands, die passen zusammen für ihren Taste irgendwie. Ja. Schon, oder? Ja. Und dann trotzdem sehr, sehr interessante Mischungen zusammenkommen. Mhm. Das ist ganz cool auch, ja. Ja, und dann unser aller Liebling. Metal Night Outbreak. Yes. Der Walter. Sehr polarisierende Persönlichkeit irgendwie. Aber ich denke, mit der Metal Night Outbreak er provided konstant einen konstanten Stream vor allem für sag, Bands, die vielleicht gerade begonnen haben oder so. Absolut. Gibt es bei ihm Möglichkeiten und dass man schlichtweg spielen kann. Ja, und nicht nur ab und zu, sondern viele Möglichkeiten. Voll. Und hin und wieder schafft es auch sehr, sehr interessante ausländische Underground-Bands herzuholen. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Unguided. Die Unguided, das auch. Ich habe jetzt eher geredet von dieser Tech-Metal-Band, die unlängst im Escape gespielt hat. Irreversible Mechanism? Ist das ein Bandname? Ja! Oder? Genau. Ich glaube, das sind die. Ja. Die ein bisschen ein viral Musikvideo hatten mit einer sehr, sehr schönen Produktion. Und plötzlich kam dann die Ankündigung, dass sie in Wien spielen. Das war eine sehr angenehme Überraschung. Stimmt.
Weil wir vorher gesagt haben, Liam und Szene und eben dieses Screams from the Core. Ja. Also schauen, ob ich noch aufnehmen. Ich tue noch, tust du auch, ne? Das ist das Interlude, oder? Das ist der Werbebreak. Ja, da mach Werbung. Geh mal zum Coke. Passt. Kann man ja da noch. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Ich habe auch keinen Plan, wie lange man reden soll oder muss oder wann es langweilig wird. Drüber. Langweilig. Ab jetzt. Ab jetzt geht nur noch und wurscht. Ob wir das selber dann anschauen können. Ja, for a Screech from the Core. Ja. Fünf relativ unterschiedliche Bands dort gespielt. Mhm. Erzähl mir ganz für dich. War es auch so schön wie für mich? Ich fand eigentlich, alle Bands haben ein sehr, sehr gutes Niveau gebracht. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt, wie du sagst, eins zu eins dasselbe war, von was sie spielen. Aber es war alles einfach qualitativ hochwertig, fand ich. Mhm. Und das ist schön, in einer Location wie die Szene zu sehen. Voll. Ja. Ich hab fotografiert dort, also das war für mich dann auch praktisch. Ja. Ja. Du hast gespielt? Ja, na, aber das muss ich sagen, das davor war auch cool. Es ist immens viel Werbung gemacht worden. Mhm. Aber in einem Ausmaß, dass es nicht lästig war. Der Event war dann doch gut besucht. Ich meine, ich kann nur gefühlsmäßig reden. Oh ja, ich denke schon. Ich glaube, ich habe keine Zahlen. Ich habe auch keine Zahlen, aber es war angenehm gefühlt. Ja, das schon. Ja, und die Abwicklung den ganzen Tag, es war alles pro. Ne? Also, sobald man in der Szene drinnen ist. Und die Liebe macht das super. Ja. Bitte mehr davon. Vor allem. Und wie gesagt, es hat keinen großen bekannten Headliner gegeben, also wirklich nur lokale Underground-Bands. Und die Leute sind dann doch gekommen und haben sich um sich beeindrucken lassen. Mhm. Ja, und wie du sagst, dadurch, dass sie sich sagen, Subgenre-mäßig dann doch voneinander ein bisschen entfernt waren. Teilweise. Ja. Teilweise. Ist es dann doch frisch geblieben. Mhm. Und es waren dann jetzt doch nicht fünf Breakdown-Partien hintereinander. ja, also es hat genug. Weil natürlich muss man da auch mit einer gewissen Offenheit hingehen. Das ist sicher, es war genug da. Es war genug da zwischen den Bands, wo man sagt, okay, das ist. Mhm. Das überlappt, aber trotzdem, dass auch noch genug Raum und Platz war, dass sie ihr eigenes Ding machen. Voll. Dass es nicht eben, wie du sagst, ist. Jetzt schauen wir fünf Slam-Bands an. Ich weiß, die Slam-Fans würden gern 10 Slam-Bands anschauen. Ja. Mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Ich weiß, kommt mir so vor, aber irgendwie das Gefühl, dass Slam-Fans einfach so sehr darauf stehen. Sie können irgendwie nicht genug davon kriegen. Die Sandbox ist irrsinnig klein von diesem Genre. Wirklich sehr, sehr tight. Und sogar ich das Gefühl, okay, die klingen alle gleich. Ja? Und das ist sehr, sehr, sehr blöd, dass ich das sage jetzt irgendwie. Ja? Aber die stehen so fucking voll drauf. Und noch mal so langsam. Have time! Du bist schlau. Ja, same again. Ja. Nein, noch mehr davon, das ist geil. Ja, wenn er da steht und drauf abfahrt, feiert. Yes, yes. Ja, und wie gesagt, das war nur local und homegrown. War das, glaubst du, ein guter Einblick in die Szene, wie die Szene jetzt ist in Wien und Umgebung? Ist das ein, hat das ja, repräsentiert, wie der Status so ist? Schon. Irgendwie schon.
Ich denke auch, weil es also zumindest wenn man jetzt von der also ich kann jetzt nicht so für die straight on Metal Underground Szene reden. Da habe ich nicht mehr so viel Zugang. Ich sage schon, dass ich eher so bei den Metalcore-Leuten bin, Metalcore und alles, was sich daraus entwickelt hat. Tendenziell ist passiert. Aber da ist nachdem vor 2 Jahren so, ich das Gefühl gehabt, dass so ein Vakuum war und so lauter Bands, die kaum miteinander verbunden waren. Mhm. Und nicht wirklich Leute, die denen unter die Arme gegriffen haben. Und jetzt binnen kürzester Zeit, in den letzten 2 Jahren, ist dieser Strudel gebildet und jeder macht irgendwas mit dem anderen. Und ja, ja. Guest Vocals überall. Features überall. Das ist so weit, dass es schon ein bisschen lästig ist. Für mich nicht. Da bin ich voll Slam-Fan. Features. More, do it. Ja, immer mehr. Das ist cool. Ja. Mhm. Und dann ein bisschen den Überraschungseffekt, so, wer wird heute mit wem auf die Bühne stehen? Ja. So. Wo man, wenn man schon etwas länger in der Szene oder Nähe-Szene herum sich bewegt, wo man dann bei manchen Konzerten schon denkt, so, okay, ich habe schon mal gesehen, der war ja, auch ja, plötzlich ja. auf der Bühne und heute ist er im Publikum. Aber wieder vielleicht. Ja. Und manches Mal greift es die Leute dann einfach, wie eben auch bei Screams from the Core, wo ich den Sid Schellander ja. gefragt habe, kannst du mir verraten, ob du ein Feature machst, Guest Vocals, was auch immer. Heute nicht. Und irgendwann hat er sich das Mikro geholt und aus dem Publikum raus. Ja. Sadly. Vor allem. Und halt auch, dass zum Beispiel, dass wir das geheißen, diese Weekender-Serie, auch so einen ballsy Namen gehabt, das ist über die Animals gelaufen, teilweise Burn Down the District. Burn Down the District, ja. Ja, sehr, sehr anarcho irgendwie, was absolut nicht war, wo wirklich konsequent We Blame the Empire, Street to the Ocean, ich weiß nicht, wen ich wann nennen soll, ja, und Counterweight, konstant die drei jedes andere Wochenende gemeinsam wohin gefahren sind und dort gespielt haben, und Graz war natürlich auch dabei. Yep. Und sich da auch immer eine lokale Band geholt, glaube ich, also zumindest in Graz, und glaube ich Changing Forms. Richtig, dabei. Richtig, ja. Kann sein, dass ich falsch liege. Ich glaube, das war's. Ja, und das spricht wieder für den Zusammenhalt auch, weil es sind doch alle aus einem anderen Bundesland sogar. Mhm. Und alles, was ich irgendwie mitbekommen habe, nicht nur halt von Fotos und Social Media und Stories, sondern auch im Nachhinein mit ein paar Leuten schreiben können, wie das war. Und nichts als Good Times und Harmonie und gemeinsam und keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, ich hab immer mehr das Gefühl, dass unsere kleine Szene, die wir da haben, immer mehr so eine riesige Hippie-Kommune wird, die Harmonie sucht und nebenbei nur Krach macht. Mhm. Ja, Krachmucke. ja, alle wollen irgendwie eine gute, entspannte Zeit haben miteinander und aber auch irgendwie von Nutzen sein. Und viele Leute wollen irgendwie Zeichen hinterlassen bei anderen Bands. Ja, sagen, okay, da war ich dabei, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht. Oder andere Sachen probieren, wie eben, keine Ahnung, hin und wieder mal selber ein Konzert buchen oder so ein kleines Weekend-Ding. Dann noch die Armee von Leuten rundherum, die, keine Ahnung, andere Bands herumfahren und sich an den Merch stellen und
Zeug zahnt, die man überhaupt nicht sieht, die quasi keinen Content hinterlassen, ja? die absolute Heroes sind, aber Community war, ist irgendwie schade. Ne? Und das zeigt, wie viel Zusammenhalt da ist und wie viel kommunaler Gedanke und vor allem wie lebendig das ist. Ja? Mhm. Was, wenn man sagt, bei uns gibt es eh nichts und die Szene ist tot und ja. Und ja. Nein, ich denk schon, dass so wie die Szene jetzt ist, hat jeder, wie man so schön sagt, irgendwie sein Safe Space, wo man das machen kann, was man machen möchte, weil man halt gerade der Meinung ist oder das einfach so probieren möchte, seine Kunst irgendwie so darzustellen und es wird nicht in Frage gestellt oder sofort negativ irgendwie entgegengenommen. Ja, die Leute bemühen sich schon sehr, die Intention zu verstehen dahinter. Natürlich, aber das ist generell, damit man versteht, was der Output ist, denke ich. Ja, klar, aber das braucht eben nicht nur Offenheit, sondern halt auch Interesse. Ja. Ich sehe es immer wieder, es ist, keine Ahnung, Kunst kann nur den harten Weg gehen und du musst dich mit dem in der Mitte treffen. Und wenn du dich zu einer Show stellst, eine große Zahnbahn, dann sagst du, so, jetzt zeigt mir, was ihr könnt, ja, beeindruckt mich, ja. Dann wirst du vermutlich keine gute Zeit haben. Nicht, dass die Qualität nicht stimmt oder so, aber einfach wenn du dich nicht offen gibst und nicht einstellst darauf, dann kann ich das Gefühl, man vermisst dich dann selber den Abend. Ja. Ja. Aber ich denke, innerhalb der Szene, die Leute, die sich dort bewegen, ist das nicht so der Fall. Ich denke, dass dort die Leute sehr offen sind und kommunikativ. Und wenn man mal was nicht so versteht, wird schon nachgefragt. Warum hast du das so gemacht? Vielleicht kommt es teilweise auch negativ rüber bei der ersten Frage. Warum hast du das so gemacht? Wenn du das so sagst, dann, das klingt jetzt irgendwie, als hätte ich das Konzert unterbrechen wollen. Entschuldigung, jetzt am nächsten. Ich hätte eine kurze Frage. Wie machst du das? So, ich gebe den Song jetzt fertig, Fragestunde. Ja, John, irgendwas klar? Ja. Hey, wäre aber auch interessant. Verkaufst du als Workshop? Verkaufst du als Workshop und. Wer weiß, vielleicht. Ich spiele jetzt ein Live-Konzert, aber jeder darf nach jedem Song eine Frage stellen. Und wir bügeln. Das ist vielleicht ein neues Konzept. Man weiß es nicht genau, ob es funktioniert. So wie dieser Podcast, weißt du? Ich weiß nicht. Also, ob die Leute danach noch Fragen stellen wollen, weiß ich nicht. Die Leute nachher überhaupt mit uns reden wollen. Das ist so, eher. Ah, das sind die Podcast-Guys. Ja, Hi. Wolltest du noch? Bleib weg. Deswegen bringen wir es jetzt bitte zu Ende. Was für Podcast hörst denn du eigentlich? Schaust du? Na, du hörst das erst. Ja, ich höre es, ja. Eigentlich gar nicht so viele zur Zeit. Hauptsächlich Sachen, die einen Bezug haben auf eben Filme machen. Ja. Unter anderem den Corridor Cast. Und hin und wieder etwas von den großen Equipment-Herstellern. Aber sonst regelmäßig eigentlich nichts an Podcasts. Ich höre Audio, also Hörbücher. Das ist aber nicht ein Video. Ein extrem langer Podcast. Also ja, okay, Story. Von welcher Person oder Personengruppe würdest du dir eine Podcast-Serie wünschen? So quasi jede Woche einen. Oder? Also mich wundert es eigentlich, dass sie es noch nicht gemacht haben, weil sie normalerweise sehr viel ausprobieren. Und zum Beispiel einen eigenen Café haben. Periphery. Periphery. Ich glaube, ja, die sind glaub, alle sehr, sehr unterschiedliche Leute, die sehr, sehr viel verschiedene Sachen machen. Ja. Deswegen würde es mich interessieren. Okay. Weil
ob wir jetzt von Misha, der mit seinen Supercars und Rennstall und was ich was alles was macht, ja. Zu den Nolly, der ein Wizard Producer ist. Oder die anderen Mitglieder, die teilweise Elektromucke machen, zum Spaß nebenbei. Ja. Also ich glaube, das wäre sehr divers und abgesehen davon auch sehr, sehr lustig, wenn man ihren anderen Output so sieht, wo man die auf einen Haufen hat. Voll. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, wundert es mich, warum es das noch nicht gibt. Warum ist das nicht? Ja. Weil sie eigentlich sehr gut darin sind, in unterschiedliche Sachen zu suchen, wo man was raushauen kann, was eventuell in Geld umzuwandeln ist, was schätze ich aber wir nicht wirklich schaffen werden. Nein. Harry Cola. Ich kann Harry Cola muss ich zeigen, vielleicht. Wie ist das bei dir? Hörst du irgendwelche Podcasts? Ja. Okay. Ich darf es nicht sagen. Joe Rogan. Okay. Den können wir alle hören, vermutlich. Ich. Den und Bill Burr. Okay. Er hat auch einen Podcast. Aber ohne. Also nur Audio. Ja. Wenn ich auch sehr gern zuhören würde, wäre Elon Musk. Elon Musk. Aber ich glaube, der ist zu beschäftigt. Der hat keine Zeit. Nein. Ich glaube, der jetzt reichen, wenn er einfach ein Mikro bei sich hätte den ganzen Tag. Dann hin und wieder switcht auf einmal eine Alien Language, wenn er nach Hause telefoniert. Das wäre cool. Ich glaube, das hört sich an wie so ein altmodisches Modem. Ja, voll. Gibt es eine lokale Person, was gibt es da? Eine Person, die du kennst, von der, also in unserer Musikszene, wo du sagst, okay, du könntest einen Podcast machen, der dich regelmäßig zuhören. Puh. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, du wirst sagen, ja. Victor Sohn. Ja. 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 Das ist sehr richtig. Voll. Von dem kann man viel lernen. Alles. Ja. Das ist sehr richtig. Das wäre vermutlich ein anfangs sehr polarisierender Podcast. Das wäre immer polarisierend. Wo schlussendlich viele Leute ihn doch recht geben müssen in seiner polarisierenden Meinung. True. Ja, würde ich auf wöchentlicher Basis schauen, wenn nicht sogar öfters. Mhm. Und muss ein Podcast für dich live sein? Eigentlich live. Gottes Willen. Also, ich finde das auch irgendwie schon fast altmodisch, wenn man sagt, ja okay, wir machen morgen, also auch nichts falsch daran, aber so dieses, wir machen morgen um 19 Uhr einen Live-Podcast, schaltet live ein. Ich meine, ja, wenn es Interaktion gibt und wenn es gewünscht genau, ist, genau, es ergibt nur einen Sinn, wenn es einen gewissen Ausmaß an Interaktion gibt. Ja, oder fast nur, wenn es nur ein bisschen ist. Und da denke ich doch, der Großteil eher ein Dialog ist mit den Leuten, die vor Ort sind oder vielleicht ein Interview, ist es nicht für mich absolut nicht notwendig. Ich habe dann lieber dieses leichte, okay, es ist voraufgenommen, aber danach wurde nochmal drüber geschaut, Post-Production, so etwas. Du weißt, wie hier, wo man sehr viel Post-Production dann machen muss. Also ich werde diesen kompletten Schirm da hinten ersetzen durch irgendwelche Aliens und ich werde Monate in 3D-Software verbringen. Transformers. Ja, ja. Ich finde live, wie gesagt, das ist cool, das ist live, wenn man so einfach sagt, okay gut, ich habe deine Plattform, haha, ich bin der, heute habe ich den als Gast, ich habe zwei, drei Fragen, aber das ist nur ganz kurz, weil danach lassen wir einen Chat rennen und die Person beantwortet einfach, just fucking go for it. Ja. Das macht Sinn. Ansonsten ist alles, morgen 20.15 Uhr. Es ist Antenne 2, Stargate. Eines der größten Probleme ist eben das, womit unsere Generation schon nicht mehr klarkommt, ist, dass es nicht on-demand ist. Ja. Ich bin schon so Netflix geschädigt, ich möchte mir den Podcast anhören, wann ich das will. Ja. Und nicht, wenn es 7 Uhr Abend ist, weil wer weiß, was ich dann mache. Ja, nein. Und vielleicht ist mir dann auch einfach nicht danach. Ich frage nicht mein Leben unbedingt nach einem Fernsehprogramm. Nein, richtig. Deswegen On Demand ist ja. Das, was also ist richtig wäre. Ja. Okay. Wie würdest du sehen,
falls wir uns jemals entscheiden für einen zweiten Versuch, um eine dritte Person da irgendwo hinzusetzen. Gäste. Ja, Gäste. Ja, wenn es sein muss. Wäre es dann so, dass wir zu zweit diese Gäste, diesen Gast oder Gäste andauernd Fragen stellen und ziehen? Ich weiß es nicht. Wir können es auch so machen, dass, keine Ahnung, einmal fahre ich raus und operiere eine extra Kamera vielleicht und du redest mit dem anderen oder andersrum. Oder wir setzen zwei komplett Fremde hin von Band A und Band B, also von Band A und Band B, und wir lassen sie miteinander reden. Und dieses Konzept haben wir schon mal besprochen. Ja, voll. Dieses Actors on Actors. Actors on Actors. Wahrscheinlich nicht in der Qualität. Ja. Wieder vor der Kamera und hinter der Kamera. Aber das wäre cool. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das hier ist. Außer der Big Boys, der Podcast. Ich hoffe auf. Der zweite Teil braucht dann einen Namen: Big Boys, The Podcast Returns. Nur besser. Ist es dann auch irgendwann einfach The Podcasting? The Podcasteration. Podcasteration? Ja. Nein, ich glaube, ja. Ja. Was glaubst du, ist also was ist das Over-Under, wie viele Zuschauer, Zuhörer wir jetzt haben? Jetzt zwei. Du und zwei. Und ich. Okay. Das ist eigentlich mehr. Ich glaube, eine Person wird sich's antun. Ich weiß nicht, wer diese Person ist. Der Victor, der mir das crushen kann. Möglich. So. It was bad. It was feel bad. Der vielleicht. Vielleicht jetzt meine Freundin schon. Hoffentlich deine. Ich denke schon. So, meine Mama. Solche Leute. Oder meine Eltern nicht. Vielleicht. Und ich hoffe doch so ziemlich alle Bands, alle Leute, die wir dann in dem Video verlinken werden. Weil sie suchen werden, wo wir sie erwähnen. Ja, genau. nicht das Ganze, sondern so. Ja, ja, ja. Sondern Timecodes daneben. Sicher nicht! Wir machen Timecodes. So. Aber absichtlich den falschen, damit es dann erst recht suchen muss. Super ein bisschen fällt. Viel Spaß damit. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt schon langsam an, dass man so ein bisschen die Outro-Musik dann. Das muss man. Ich habe auch gehört, dass man das muss man auch ankündigen. Dass die dass ja, das Outro Profis machen das nämlich so. Die sagen an, wenn sie Fehler machen, ja, dann sagen, was als nächstes passiert, dass sie keine Ahnung haben. Hinterfragen permanent, ob das, was sie machen, wir haben sie haben einen Zettel. Und ich habe ja meinen Zettel dahin gelegt. Das ist sehr gut, das sieht man, dass du öfter Präsentationen machst als ich. So, nichtsdestotrotz. Das Einzige, was durch diesen Podcast wahrscheinlich strahlen wird, ist eine okay Belichtung und ein Batzenlicht. And that's it. Outro Music coming in. Jetzt müssen wir so sitzen bleiben, gell? Und dann wird dann auch unsere Stimme. Wenn wir Nachrichten machen, dass jemand das sitzt das und so. Ich bin mir sicher, wir haben auf den Zettel nichts stehen. Das ist ein blanke Zettel. Da und leider haben wir jetzt nicht so einen Remote, dass das Licht auch ausgeht und erst dann stehen wir auf. Ich kann aber so urlängen. Ja. Selber so mit dem Fuß.